Ich würde gerne mal über das aktuelle Projekt sprechen, mit dem du seit ein paar Jahren unterwegs bist. Soul Food nennt sich das. Das ist ein Künstlerensemble. Wie würdest du das beschreiben? Das ist ja eine Mischung aus Akrobatik, aus Körperkunst, aus Musik. Das ist wie so ein Gesamtkunstwerk. Es ist sehr komplett, ja. Viele Disziplinen, die auf einer Bühne zusammenkommen. Vor allem viele Kulturen, weil es Musiker von allen möglichen Ländern sind, weltweit. Von Indien bis über Afrika nach Südamerika und Zentraleuropa. Und das ist ein Beispiel von wirklicher Völkerverständigung. Also ich habe noch nie so eine Show gesehen, wo wirklich so emotional miteinander gearbeitet wird und man sich auf einer gewissen Ebene trifft und alle einfach wirklich gleich sind. Und das ist einfach ein Beispiel, denke ich, für heutzutage und auch für immer, dass man sich auf diese Art und Weise, auf dieser Ebene begegnen sollte als Menschen. Ich finde, das ist A und O. Es ist schon, wenn man diese Bilder ansieht, hat man schon fast Lust mitzumachen. Wie ist das, wenn ihr auftretet? Sind die Leute im Publikum, tanzen die dann auch mit? Lassen sie sich anstecken? Teilweise lassen sie sich anstecken, die werden dann ganz wild. Aber es kommt auch auf die Location an. Wenn es natürlich im Theater ist, dauert es bis eine Weile. Aber die kommen dann wirklich rein und die gehen völlig auf, weil wir natürlich die direkt ans Herz gehen, also mit der Musik.